Kennen Sie eigentlich den Spruch? Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen. Und ich lächelte und war froh und es kam schlimmer. Wovon rede ich hier? Natürlich von unserer lieben Amadeo Antonio Stiftung. Da hatte ich ja kürzlich am 3.8. schon einen Artikel drüber geschrieben, von den anderen davor, mal ganz zu schweigen. Wird die Stasi-Stiftung Amadeo Antonio zum privaten Verfassungsschutz? Und das war ja nun schon dick genug, denn da ging es um eine Dokumentationsstelle für Menschenrechte, Grundrechte und Demokratie, die die Stiftung betreiben sollte oder einrichten sollte und die dieses Projekt ohne jede Ausschreibung von der Thüringer Landesregierung zugeschanzt bekam, einschließlich über 200.000 Euro Etat im Jahr. Manche sehen darin aber eben einen weiteren Verfassungsschutz in dieser Dokumentationsstelle, die sich also natürlich hauptsächlich mit Rechten, Rechtsextremismus und ähnlichen Dingen befassen soll. Hier ein Zitat von der Jungen Freiheit, der Wochenzeitung: Nach dem Willen der Linkspartei werde sich die frühere Stasi-Denunziantin K. Hane mit dem neuen Projekt gar zur Verfassungsschützerin aufschwingen und soll die Doku-Stelle langfristig den Verfassungsschutz ersetzen. Und dann endete ich diesen Artikel mit dem Satz: Ein Witz, denn wenn eins feststeht, dann das, die Amadeo Antonio Stiftung ist selbst ein Fall für den Verfassungsschutz. Und damit meinte ich natürlich die ganze Hetze, die von dort betrieben wurde, speziell von der Mitarbeiterin Julia Schramm, deren Zitate ich ja schon ausführlich gebracht habe in den letzten Videos und Artikeln. Deshalb meinte ich also, diese Stiftung sei selbst ein Fall für den Verfassungsschutz. Das ist wirklich ein guter Witz, denn da wusste ich ja noch gar nicht, der Verfassungsschutz sitzt selber höchst selbst ganz dick in der Stiftung drin. Und zwar mit diesem Herrn hier. Wissen Sie, wer das ist? Das ist der Präsident des Thüringer Amtes für Verfassungsschutz, Stefan Kramer. Und derselbe Mann, der sitzt in der Antonio-Stiftung hier als Stiftungsrat. Ja? Das heißt also, die Stiftung ist sozusagen selbst der Verfassungsschutz. Und wer das nicht glauben will, schauen wir mal schnell nach. Hier beim Thüringer Verfassungsschutz, Verfassungsschutz Thüringen. Hier Verfassungsschutz gegen NPD, klar, Verfassungsschutz beobachtet die identitäre Bewegung. Aber wahrscheinlich beobachtet er nicht die Amadeo Antonio Stiftung, die dauernd gegen angebliche Rechte hetzt und auch gegen das Land Deutschland hetzt. Die beobachtet er wohl nicht, denn da müsste er sich ja selber beobachten. Passen Sie mal auf hier, Verfassungsschutz über uns. Hier, in diesem gemütlichen Bauwerk residiert er also. Sehr geehrte Besucherinnen und Besucher, herzlich willkommen auf den Internetseiten des Amtes für Verfassungsschutz. Und da, wen haben wir denn da? Den Herrn kennen wir doch. Das ist der Präsident des Amtes für Verfassungsschutz, Stefan Kramer. Der hier nämlich, ja. Und das ist ja nun wirklich ein ganz dicker Hund und eine ganz dicke Frechheit. Denn bekanntlich ist ja die Amadeo Antonio Stiftung eine gemeinnützige Stiftung. Das heißt, sie wird auf vielfältige Weise vom Steuerzahler bezahlt und von gutwilligen und gutgläubigen Spendern, die also glauben, hier etwas Gutes zu tun und hier für reine, sozusagen reine Weltverbesserer zu arbeiten, die also das Land vor der rechten Hasswelle bewahren wollen. Und diese Steuerbefreiung der Steuerzahler kommt auf vielfältige Weise für diese, sage ich jetzt mal, Verfassungsschutzstiftung auf, durch die Befreiung von der Gewerbe- und der Körperschaftssteuer. Und wie gesagt, gutgläubige Menschen stiften dann auch noch Geld. Und zwar praktisch für den Verfassungsschutz. Hier Stefan Kramer, hier steht noch, war lange Generalsekretär des Zentralrates der Juden in Deutschland und ist heute Direktor des Europäischen Büros gegen Antisemitismus des American Jewish Committee. Was da aber nicht steht, ist, der ist Präsident des Thüringer Verfassungsschutzes, liebe Amadeo Antonio Stiftung. Das habt ihr wohl glatt vergessen, oder? Und ehrlich gesagt, diese Sache, die stinkt nicht nur mir und vielen anderen ganz normalen Bürgern,
sondern selbst auf der linken Seite haben die Leute die Nase voll von der Kooperation der Amadeo-Antonio-Stiftung mit dem Verfassungsschutz. Was heißt Kooperation? Die Stiftung ist quasi der Verfassungsschutz, dessen oberster Leiter in Thüringen in ihren Führungsgremien sitzt. Aber hier nur ein Beispiel: hat eine Initiative für einen ungeklärten Mord an einem Menschen mit Migrationshintergrund, die hat einen offenen Brief geschrieben an die Amadeo-Antonio-Stiftung. Und zwar zusammen mit ganz vielen anderen Initiativen hier, die ebenfalls die Nase von diesem Spielchen voll haben. Und die beschweren sich da bei der Amadeo-Antonio-Stiftung über diese Zusammenarbeit mit dem Verfassungsschutz. Und wenn wir uns mal die Liste hier angucken, das ist die Liste dieser Zusammenarbeit laut diesem offenen Brief, wobei wir ja nicht alles wissen und auch diese Initiativen nicht alles wissen können. Aber die beschweren sich hier darüber, über die Mitgliedschaft des Präsidenten des Thüringer Landesamtes für Verfassungsschutz im Stiftungsrat der Amadeo-Antonio-Stiftung. Die Teilnahme der Vorsitzenden der Stiftung, also Annette K. Hane, am Symposium der ostdeutschen Verfassungsschutzämter. Treffen der Vorsitzenden, also K. Hane, der AAS, mit dem Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Die Einladung von Verfassungsschützern als Redner bei Veranstaltungen zum Thema Rechtsextremismus, also der AAS-Stiftung wahrscheinlich, und Treffen von Mitarbeitern der Stiftung mit Mitarbeitern des Geheimdienst und den Austausch über Recherchemethoden, davon wahrscheinlich auch ergänzend durch Schnüffelmethoden. Also, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich habe jetzt wirklich die Nase voll von dieser Veranstaltung, von dieser Geheimdienstveranstaltung. Hier betreibt also eine Stiftung das Geschäft des Geheimdienstes. Sie hetzt Bürger auf gegen angeblich Rechte, die oft genug ganz normale, besorgte Menschen sind. Sie sammelt Geld ein vom Steuerzahler und von Spendern bis zum Abwinken, gibt sich als gemeinnützig aus und arbeitet in Wirklichkeit mit dem Geheimdienst zusammen, wenn sie nicht sogar von ihm gesteuert wird oder eben eine reine Tarnorganisation des Geheimdienstes ist. Hier die Kollegen von der Linken, die haben auch noch ein redliches Video zu dem Thema gemacht. Liebe Amadeo-Antonio-Stiftung, über diesen Problemkomplex hören wir mal kurz rein. Amadeo-Antonio-Stiftung. Wir schätzen euer langjähriges Engagement gegen Rassismus und Antisemitismus. Ist doch klar, immer schön lieb bleiben. Und wenn man diese Antonio-Stiftung noch ein bisschen streichelt, dann werden die bestimmt von ihren Geheimdienstverbindungen ablassen. Eins geht uns aber extrem gegen den Strich. Ihre Kooperation mit Geheimdiensten. Aha, jetzt wird's spannend. Wir, das sind verschiedene Initiativen, die sich mit dem NSU-Komplex befassen und genau. Teilweise seit Jahren mit den Angehörigen und NSU-Opfern eng zusammenarbeiten. Und zwar ist das den Kollegen hier aufgefallen bei ihrer Recherche über den NSU-Terrorkomplex. Sie wissen schon, dieses absurde Verfahren gegen den angeblichen nationalsozialistischen Untergrund. Worum es uns geht? Die Selbstenttarnung des NSU hat eine massive Beteiligung der Inlandsgeheimdienste beim Aufbau von Nazi-Strukturen sichtbar gemacht. Ach nee, also die sind hier auch noch auf eine Beteiligung der Inlandsgeheimdienste, also der Verfassungsschutzämter, an dem Aufbau von Nazi-Strukturen getroffen. Halten Sie mich mal fest, ja? Eben waren wir noch bei der Amadeo-Antonio-Stiftung und ihrer Unterstützung durch den Verfassungsschutz oder Steuerung. Und jetzt wird die Rechte, die Nazis, ja, die sogenannten jedenfalls, ich weiß nicht, wer der Mann hier ist, ja, jetzt werden die auch noch vom Geheimdienst gesteuert, ja? Welchen Sinn macht denn das eigentlich? Das kann ich Ihnen erklären. Wir haben hier die Linke und die Extremrechte und die Bevölkerung soll sozusagen zwischen beiden Fronten psychologisch aufgerieben werden, sagen wir mal, wie mit einem Hammer und einem Amboss, ja? Der untere Teil des Amboss, das ist die Rechte und der Hammer, das ist die Linke, die immer wieder draufhaut und die Bevölkerung psychologisch zurechtschmiedet. Also ich meine, viele Menschen empfinden ja, glaube ich, auch selber dieses Gefängnis, dieses Geistige, in dem sie sich befinden, weil sie gar nicht mehr offen reden können. Und dieses Gefängnis, das ist der Druck von links und rechts. Die Linke versucht uns ständig in die Arme der Rechtsradikalen zu treiben oder in ihre Ecke zu stellen. Vorpersonen wurden vor Strafverfolgung geschützt.
Ah ja, also das ist mir ja schon bekannt, vielen meiner Leser und Zuseher auch. Aber auch hier, V-Männer im Bereich der NSU wurden vor Strafverfolgung geschützt. Opfer rassistischer Gewalt müssen bis heute mit dem Wissen leben, dass ihre Peiniger Spitzelhonorare vom Staat kassiert haben. Geld, das auch zum Aufbau von Nazi-Strukturen verwandt wurde. Mit Aktenvernichtung und Sperrvermerken verhindern die Dienste bis heute die nötige Aufklärung. Wir finden, eine Zusammenarbeit mit Geheimdiensten ist nicht vereinbar mit der Arbeit gegen Rassismus und Antisemitismus. Ja, das ist doch mal eine vernünftige Forderung, oder? Verfassungsschutz auflösen, weg mit diesen Typen. Kein Mensch kann die wirklich kontrollieren. Sie sind nicht dem Legalitätsprinzip unterworfen. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel von einer Straftat erfahren, zum Beispiel von einem Kollegen im Verfassungsschutz, könnte ja sein, nicht? Dann müssen Sie das nicht anzeigen, müssen nicht ermitteln. Verstehen Sie, das ist der Nährboden für eine kriminelle Vereinigung. Was wir wollen? Amadeo-Antonio-Stiftung. In eurem Stiftungsrat sitzt ausgerechnet der Präsident des Thüringer Landesamtes für Verfassungsschutz. Eure Vorsitzende, Annetta Kahane, hat jüngst auf dem Symposium der Ostdeutschen Verfassungsschutzämter referiert. Darüber hinaus traust du den Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Eure Mitarbeiter haben sich mit GeheimdienstlerInnen über Recherchemethoden ausgetauscht. Und darüber hinaus war der Thüringer Präsident des Verfassungsschutzes als Redner zum Thema Rechtsextremismus bei einer Veranstaltung von euch eingeladen. Liebe Amadeo-Antonio-Stiftung, das geht gar nicht. Mensch, ist das nett. Das geht gar nicht, liebe Amadeo-Antonio-Stiftung, Mensch. Ey, boah, bitte lass das doch einfach, ja? Ich weiß aber nicht, ob das mit solchen kleinen Bittgesängen geht, sondern hier müssen wir ja schon ordentlich Druck machen. Es muss gemeinnützigen Organisationen verboten werden, für den Verfassungsschutz zu arbeiten. Das ist mal ganz klar. Ihr macht euch doch total unglaubwürdig. Wie aus dem Schlamassel rauskommt? Wir unterstützen euch gern dabei. Deswegen haben wir doch etwas vorbereitet. Klickt auf www.blackbox-vhs.de/aas. Kommt endlich raus aus der Geheimdienstecke. Ja, sehr schön. Also ich bin jetzt fertig. Ich werde an dem Thema weiterarbeiten. Wer weiß, was dabei noch alles auffliegt für eine Mischpoke in Thüringen. Der Thüringer Verfassungsschutz gilt sowieso als absolute Skandalbehörde und ist es wohl auch geblieben. Ja, ich wollte Ihnen nur noch mal diesen Artikel hier ans Herz legen. Enthüllt: Amadeo-Antonio-Stiftung ist Tarnorganisation des Verfassungsschutzes. Da finden Sie ganz viele weitere Details und Fakten. Sie können mir auch folgen auf Google+, wenn Sie möchten. Und dann möchte ich Ihnen natürlich endlich mal noch mein Buch hier ans Herz legen. Verheimlicht, vertuscht, vergessen 2016. Meine übliche kritische Jahreschronik, die im Handel erhältlich ist. Also, vielen Dank und bis bald an der Heimatfront.